Ich bin Tobias, ich bin dein Deutschlehrer und hier lernst du Wörter und Phrasen, die du wirklich jeden Tag brauchst. Los geht's! Was hast du vor? Was hast du vor? Oder im Plural, was habt ihr vor? Was hast du vor heißt, was sind deine Pläne? Was planst du? Was willst du oder möchtest du machen? Was hast du vor, ist die typische und wichtigste Frage, wenn du wissen möchtest, was jemand heute oder heute Abend oder morgen, am Wochenende, nächstes Jahr, nach dem Kurs oder in 5 Jahren plant, vorhat oder machen möchte. Ich gebe dir ein paar Beispiele. Was hast du heute Abend vor? Was hast du morgen vor? Was hast du am Wochenende vor? Was hast du nach deinem Deutschkurs vor? Was hast du nach der Arbeit vor? Was hast du in den Ferien vor? Du siehst also, eine ganz wichtige, zentrale, essentielle Frage, wenn du mit Leuten sprichst und wissen möchtest, was sind deine Pläne, was möchtest oder was willst du machen? Das Verb heißt vorhaben und das Verb vorhaben ist ein trennbares Verb. Wie immer steht das Verb mit der Endung auf Position 2 und der zweite Teil des Verbs steht ganz hinten am Ende. Ich habe vor. Was hast du vor? Jetzt pass auf, jetzt wird es wichtig. Wenn du mit deinen Freunden etwas unternehmen, etwas machen möchtest, zum Beispiel abends ins Kino gehen oder ins Restaurant gehen, wenn du dich mit jemandem treffen möchtest, dann kannst du sagen, hast du schon was vor? Hast du schon was vor? Oder noch konkreter, hast du heute Abend schon was vor? Hast du heute Abend schon was vor? Oder hast du morgen schon etwas vor? Hast du am Wochenende schon etwas vor? Hast du schon etwas vor? Kann zwei verschiedene Sachen heißen. Erstens, du möchtest wissen, ob dein Freund, ob dein Partner, ob die Person, mit der du sprichst, einen Plan für heute Abend hat. Machst du etwas heute Abend? Ganz neutral. Die zweite Idee ist aber, ich frage dich, hast du heute Abend schon was vor? Das kann heißen, wenn du nichts vorhast, möchte ich etwas mit dir machen. Hast du Zeit? Und wenn du Zeit hast, möchtest du etwas mit mir machen? Ich möchte etwas mit dir unternehmen. Hast du heute schon was vor? Hast du heute eigentlich schon was vor? Wenn nein, möchte ich gerne etwas mit dir machen. Du siehst, diese Frage ist super wichtig, mega wichtig, wenn du mit einer Person etwas zusammen machen möchtest. Wie kannst du jetzt darauf antworten, wenn ich dich frage, hast du heute Abend schon was vor? Erste Situation. Du hast schon etwas vor. Du gehst vielleicht mit deinen Freunden ins Kino. Du kannst sagen, ja, ich habe schon was vor. Ja, ich habe schon etwas vor. Nämlich, ich gehe mit meinen Freunden ins Kino. Zweite Situation. Du hast schon etwas vor, aber eigentlich möchtest du auch gerne etwas mit mir machen. Leider ist der Abend schon verplant. Du hast schon einen Plan für den Abend. Du kannst sagen, ach, tut mir leid, ich habe schon was vor. Tut mir leid,
Ich hab schon was vor. Du bist ein bisschen traurig, weil du nichts mit mir machen kannst. Du musst etwas anderes machen. Tja, tut mir leid. Ich hab schon was vor. Dritte Situation. Du hast schon etwas vor, dein Abend ist verplant, aber du möchtest mir nicht sagen, was und mit wem du etwas machst. Das kann passieren. Ich frage dich, hast du heute Abend schon was vor? Und du sagst, ja, ich habe schon was vor. Punkt. Und ich sage dir nicht, was ich mache und mit wem ich es mache. Super praktisch. Vierte Situation. Du hast keinen Plan für heute Abend, du hast nichts Konkretes vor, aber du möchtest auch nichts machen. Du hast entweder keine Lust oder du bist müde oder du möchtest einfach nicht. Du kannst sagen, hast du heute schon was vor? Nein, aber ich habe auch keine Lust. Oder nein, ich bleib zu Hause. Nein, ich habe nichts vor, ich guck Fernsehen. Die fünfte Situation, und das ist die schönste Situation. Du hast keinen Plan für heute, du hast nichts vor und du möchtest etwas mit mir unternehmen. Ich frage dich, hast du heute eigentlich schon was vor? Und du sagst, nein, eigentlich habe ich noch nichts vor. Nein, eigentlich habe ich noch nichts vor. Eigentlich habe ich noch nichts vor, heißt, ich habe noch nichts vor, lass uns zusammen etwas machen. Ich habe Zeit und würde gerne mit dir etwas unternehmen. Ich freue mich über deine Frage. Du hast Zeit, ich habe Zeit, wir können zusammen etwas machen. Hast du heute schon was vor? Nein, bis jetzt habe ich noch nichts vor. Bis jetzt habe ich noch nichts vor. Aber du hast mich gefragt und wahrscheinlich sage ich ja, mit dir möchte ich heute etwas unternehmen. Alles klar? Schreib mir unten in die Kommentare, was du heute Abend vorhast. Das war's. Endlich Redewendungen, Phrasen und Wörter, die du wirklich jeden Tag brauchst. Und nicht vergessen, liken, linken, liebhaben. Tschüss, bis bald!